Dschungelcamp, schockierende Enthüllung um Leyla Lahoua, Ex-Freund wollte sie ersticken. Leyla Lahoua packte in Dschungelcamp über ihre Vergangenheit aus und enthüllt dabei ein trauriges Geheimnis, ihr Ex-Freund wollte sie ersticken. Leyla Lahoua, er hat zweimal versucht, mich zu ersticken mit einem Kissen. Eigentlich kennt man Leyla Lahoua, 27, für ihre verpeilte und quirlige Art in diversen TV-Shows, doch nun überraschte sie mit traurigen Gesprächsthemen anstatt mit ihrer wie bisher bekannt fröhlichen Art. Nachdem sie in einem Podcast über den mysteriösen Tod ihres Vaters gesprochen hat, enthüllte sie im selben Gespräch noch eine weitere erschütternde Erinnerung an ihre Vergangenheit. Ihr Ex-Freund wollte sie ersticken. Mit 15 Jahren habe sie ihren ersten und bislang auch einzigen Freund kennengelernt, enthüllte Leyla im Podcast Venus Club. In den ersten zwei Jahren der sechsjährigen Beziehung sei sie glücklich gewesen, doch dann sei ihr damaliger Freund aggressiv geworden. Irgendwann fing er an, handgreiflich zu werden. Er hat zweimal versucht, mich zu ersticken mit einem Kissen, erzählte Leyla. Leyla Lahoua stellte sich tot, um ihren Ex-Freund zu entkommen. Bei einem gemeinsamen Urlaub in Marokko sei die Situation dann schließlich eskaliert. Ich war in seinem Handy und habe gelesen, dass er wieder Scheiße gebaut hat. Erst hat er mich geschlagen, dann hat er das Kissen auf mich drauf. Sie habe sich dann totgestellt, damit er von ihr ablässt, so Leyla. Er hat wie im Film geguckt, ob ich noch atme. In dem Moment bin ich durchgedreht und auf ihn los. Wir hatten eine riesige Schlägerei, erinnerte sie sich weiter. Puh, ganz schön heftig. Zum Glück konnte Leyla der gewalttätigen Beziehung entkommen. Heutzutage scheint sie trotz der Erfahrungen bereit für die Liebe zu sein. Und wer weiß, vielleicht findet sie eines Tages im TV ja doch noch ihren Traummann, der ihr zeigt, wie harmonisch eine Beziehung sein kann und sollte. Punkt. Von Tag zu Tag wird es persönlicher in Dschungelcamp. An Tag 4 sprach Leyla über eine Schockdiagnose und ihren bislang unerfüllten Kinderwunsch. Seit Freitag sitzen die diesjährigen Kandidaten in Dschungelcamp. Jeden Tag öffnen sich die Promis ein bisschen mehr, erzählen sich untereinander von ihren Träumen, Wünschen, aber auch von ihren Schicksalsschlägen. So offenbart Leyla an Tag 4 im Dschungel, dass sie an Krebs erkrankt war. Dabei beginnt das Gespräch ziemlich romantisch. Gemeinsam mit Fabio Knetz unterhält sich die 27-Jährige über Hochzeit und Kinder. Seit wenigen Monaten ist der Staubsaugervertreter mit seiner Freundin Daria liiert. Eilig haben es die beiden aber nicht. So schnell geht es nicht, aber es macht ja schon Sinn, seine guten Gene weiterzugeben, führt der 30-Jährige im Dschungeltelefon weiter aus. Allerdings sei sich Fabio gar nicht sicher, ob er überhaupt Kinder kriegen kann. Ich wurde schon oft geröntgt im Krankenhaus, weil ich so viele Brüche hatte. Und dabei haben die immer diesen Lendenschutz vergessen, sagt er seinen Mitstreitern. Zudem fahre er oft mit Sitzheizung. Da kann es auch sein, dass man davon impotent wird. Punkt. Am liebsten wäre ich jetzt auch schon verheiratet. Punkt. Leyla ist aktuell Single, wenn es nach ihr gehen würde, wäre ihr Beziehungsstatus jedoch längst ein anderer. Am liebsten wäre ich jetzt auch schon verheiratet und hätte eine Familie, erzählt die 27-Jährige ihrem Mitbewohner. Ich will auch erstmal eine Partnerschaft haben, wo ich weiß, wenn der nach Hause kommt und ich ihm diesen Schwangerschaftstest vorlege, dass er heult vor Freude. Punkt. Doch ganz so einfach ist das mit dem Nachwuchs bei Leyla nicht. Bei mir ist es wirklich schwer. Ich hatte mal Gebärmutterhalskrebs und da haben sie ein Stück entfernt, erzählt sie. Im Dschungeltelefon geht sie weiter auf ihre Krebserkrankung ein, das war so vor 5 Jahren, ich hatte 3 Monate lang durchgängig Blutungen, jeden Tag. Als sie die Diagnose erhielt, war es so, als ob man mir den Boden unter den Füßen weggezogen hätte. Vor allem ihr Kinderwunsch macht Leyla dabei zu schaffen. Es ist schon traurig, wenn man so eine Traumvorstellung von einer Zukunft hat, was auch so Kinder betrifft und man gar nicht weiß, ob es funktioniert, sagt sie den Tränen nahe. Das wäre auf jeden Fall schon sehr, sehr schlimm für mich. Denn, ich habe so viel Liebe, die ich geben kann.